Und wieder ist ein Jahr vergangen. Wir treffen uns am selben Ort. Allerdings ist heute schöner Sonnenschein. Wieder neue Leute dabei. Leuteritz, Gerhard, der Lump. Und diesmal sind auch Enkelkinder mit da. Nicht nur Kinder. Hallo. Hast du sie jetzt rasiert? Nein, immer noch nicht. Ja. Hast du schon mal geknobelt, damit ich die Krette nehme? Nee, wenn es denkt, ja, sonst ist eine gebraucht, wir könnten die Knobel jetzt. Das ist ja wie in der Sommerfrische hier. Susi ist fertig. Ja, gar nicht gefeiert, aber müde. Oben sind alle, wir haben keine Brunnen mehr, wir haben den Notstand ausgebrochen. Diesmal wird am Sonntag gegrillt und am Sonntag ist Tanzabend. Wir haben nicht mehr. Und dann sagt die Schwester, zeig noch mal deine Ärmel. Deine Ärmel hochrahmen und nur so ein bisschen drauf gucken. Na, sagt sie, legst du noch mal hin, hat die Schwester zum Festhalten. Jari, ich spekuliere ja noch. Leg dich auf den Rücken. Was? Wirklich, was hört sich das? Ich denke, die Ärmel. Ja, die Ärmel sind eingepackt. Oh, Alter!
Sag mal, du hast einen Schlauch vor uns. Ich hab diesmal gar nicht gelesen. Wo hast du dich denn lang gemacht? Hier auf der Straße beim Pfannerspielen. Die ganze Zeit wird mir nicht drauf gelegt. Hast du gefunden? Das wird mir nicht drauf gelegt. Weißt du, was ich oben vergessen habe? Ich hab die Foto in der Hand gehabt. Ich gehe jetzt immer noch mit meiner Langhose an. Das ist die Klatsch hier, das macht mich an. Warum wegen der Mücken? Was machst denn du? Also ich wasche die Hose, nicht? Kannst du mal. Bei mir? Wie sagt man meine Wähne? Dennoch geschrieben. Los, du schickst dich. Romeo! Zunge draußen gehabt und hätte so gemacht. Hätte mit der Zunge gearbeitet. Ist der immer einen warmen Rücken haben? Schön, ich fasse meine Eier. Ja. Da wird's aber Zeit. Diese Rose hat sie aufgeschließt. Vorher haben sie gedicht, da haben sie eingezogen. Wer aber gedicht? Da haben nur die Dichte nicht, ich muss die Karte zum Anschreiben. Also, das ist doch nur ein Scheinküchen. Kann ich lachen, bitte? Ich kann das Bauch einscheinen lassen. Ja.